Wenn Sie genau anschauen, dann erkennen Sie auf dem Buchdeckel vom Handbuch «Das 9x9» der Gastgeberei die beiden Autorinnen, Franziska Bründler und Simone Müller. Das Buch dient als lockere Anleitung für leidenschaftliche Gastgeber oder solche, die es noch werden möchten. Übrigens hat Luzern das erste Pop-up-Restaurant, das im April 2014 aufgegangen ist, unter anderem auch der Simone Müller zu verdanken. Der jüngste Streich ist die Eröffnung vom Restaurant zur Werkstatt. Guten Abend. Die Eröffnung des Restaurants zur Werkstatt, ein Must für alle, die schon immer mal hinter die Kulissen sehen wollten. Die Küche ist offen und die Menüs einfach gehalten. Der Kunde muss mit anpacken. Auftischen gehört dazu. Also wir haben zum einen sicherlich den Mittagstisch, wo man einfach, schnell und sicherlich auf eine spezielle Art, wie man in anderen Restaurants in Luzern zum Mittag isst, sei es als Dreigänger, und der aber, wo man wirklich noch was für tun muss. Man kommt selber in der Küche, holt den Gang in der Küche ab. Salat und sowas ist auf dem Schüssel, in der Schüssel auf dem Tisch schon, zum selber schöpfen. Und der Gast nimmt uns wirklich dementsprechend die ein oder andere Arbeit schon ab. Wie zu Großmutters Zeiten dreht sich hier alles um den Erlebnismittelpunkt Küche. Der Kunde ist hier König, auch ganz ohne Streicheleinheiten und Flattieren. Weniger ist hier mehr. Also das Konzept ist sicherlich, die guten Lieferanten, die Techniken aus der gehobenen Gastronomie mit dir herzubringen, aber einfach auf eine einfache Art und Weise und wirklich aufs Wesentliche konzentriert dem Gast nahe zu bringen. Zum einen als das Menü am Abend, den Mittagstisch am Mittag, aber auch sicherlich im Rahmen der Kochschule. Also ich werde sicherlich auch das eine oder andere Geheimnis in der Produktion, im Anrichten oder im Abschmecken mit preisgeben oder auch das eine oder andere Rezept. Mit der Eröffnung des Restaurants zur Werkstatt bereichert Simone Müller und ihr Team das Gastronomieangebot in Luzern. Abseits von abgetretenen Pfaden entsteht hier Neues. Und das ist notwendig. Ich denke, die Gastronomie braucht neue Konzepte, neue Leute, die auch den Zugang zur Branche finden und der Branche wahrscheinlich auch so neue Impulse gibt. Auf jeden Fall. Ich finde es spannend, dass man die Palette erweitert in Luzern, weil normalerweise sind die klassischen Betriebe doch das Aktuelle. Und dass man da auch ein bisschen mehr das Gesellschaftliche betonen kann, das Soziale, das wir in unserem Betrieb auch schon hatten, das finden wir eigentlich durchaus bewundernswert. Egal ob nur genießen oder selber machen, in der Werkstatt für Genüsse kommen alle auf ihre Rechnung.